So ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer kleinen Runde Maggies Movies. Level 46, oh Gott. Das ist schon eine ganze Menge. Entschuldigt bitte, meine Stimme versagt heute teilweise so ein bisschen. Das ist... Toll, wird das hier 200? Oh, bügeln. Ich will bügeln können, ohne Scheiß. Bügeln ist immer gut. Nun, ich schätze es an der Zeit, das Handtuch zu schmeißen. Nein! Wenn ich mein Handtuch leisten könnte. Maggie, nicht aufgeben. Hey, Prinzessin. Opa! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mir wünsche, dies wäre kein Traum. Mir auch. Ich habe das Richtige getan, Opa. Ich habe in Louisiana das Richtige getan und danach ist praktisch alles schiefgegangen. Ehrlichkeit und Integrität sind die beiden ersten Tugenden, die ich dir beigebracht hatte. Aber kannst du dich auch noch erinnern, was danach kam? Ausdauer. Wenn du jetzt aufgibst, wirst du nie herausfinden, wie kurz davor du warst, dein Ziel zu erreichen. Wenn du das sagst, Opa? Ja, Opa sagt das so. Ach ja, wir sind ja jetzt wieder... Okay, ich bügel mal. Achso, okay. So, das will ich noch auf jeden Fall noch weg haben, bevor die hier mit ihren Mega-Wünschen kommen. So. Und einen Hut. So. Dip, 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 dip. So, und dann. Schön, so. Maus. Mama Maus. Ja. Dich gesehen. Dann gehört die Kohle uns. Kohle gehört uns, habe ich jetzt gerade noch. Das klingt hervorragend. Finde ich auch. Kohle gehört uns, klingt immer gut. Na, dann schauen wir doch mal, was die jetzt wieder haben wollen. Schokolade, Handtasche. Handtasche. Und Föhn, oh Gott. Ja, ich bin ja schon da. Bin schon da, ich komme schon, ich komme schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Bin ja schon da. Entschuldigung, das war mal wieder mein Magen hier. Ich stehe wieder morgens auf und ich habe mal wieder nicht gefrühstückt. Das ist so typisch für mich jedenfalls. Irgendwie so, ich weiß auch nicht.
Action! Ja, dann actiont ihr da hinten mal rum. Irgendwer muss hier ja mal die Action machen, ne? Sich auch nicht mehr als drei Kleider dahin legen kann, nervt ein bisschen. Nervt ziemlich eigentlich. Diego ist auch schon ein bisschen warm hier. Aber das kann ich nachvollziehen. Mir wird hier, glaube ich, auch ständig warm. Schokolade und ein Föhn. Immerhin wuseln wir hier doch schon ganz schön rum. Okay, jetzt geht das wieder los. Ich werde mal eben wissen, was er haben will. Ja, kriegst du. Ich finde halt die Frauenpower, die dahinter steckt, total schön. Das macht irgendwie ein voll schönes Bild. Meiner Meinung nach. Aber, das werden die Herren der Schöpfung bestimmt anders sehen. Obwohl ich ehrlich gesagt auch bezweifle, dass viele Männer sich sowas angucken würden. Naja, ist das okay. Daher finde ich diese Frauenpower in diesem Spiel gerade eigentlich voll passend. Hä? Was ist denn mit... Habe ich bei dem Kleid irgendwas falsch gemacht? Gott, wie dämlich. Passiert auch wieder nur mir. Cappuccino. Gott, jetzt fängt das schon wieder an, anstrengend zu werden. Ja, so, bezahlen. Ja, was heißt anstrengend zu werden, aber was? Hetzen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben jede Szene im Kasten, die ohne männliche Hauptrolle auskommt. Ich habe keine andere Möglichkeit, als die Dreharbeit einzustellen. Bis... Frank? Was? Bitte, lass mich ausreden, bevor ich wieder bei Sinnen bin. Ich habe gerade einen Film mit einer Mördergage abgesagt, wo ich einem Hund meine Stimme leihen sollte. Ich habe ihn aufgegeben, nachdem ich die ganze Nacht damit verbracht habe, Maggies Drehbuch zu lesen. Das erste, das mich seit Jahren wieder fesseln konnte. Ich schätze, was ich sagen will, ist, wenn ihr wollt, dass ich mitspiele, hier bin ich. Und wie immer ist dein Timing perfekt. Ich muss zugeben, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass er wiederkommt. Haut mich jetzt schon ein bisschen, reinige die Tische und umkleide innerhalb von den doch, ich muss zugeben, das haut mich jetzt schon ein bisschen aus den Socken, weil das, weil das ist jetzt wirklich was, womit ich definitiv nicht gerechnet habe. Dass er wiederkommt, nee. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Hab mir vieles gedacht, aber nicht, dass Frank tatsächlich wiederkommt. Muss zugeben, ich bin erstaunt, positiv erstaunt.
sehr positiv erstaunt. Das finde ich gut. Frank kann dann auch mal positiv erstaunen. So ist das ja nun nicht. Ne, das darf er ruhig mal. Es muss ja auch nicht immer alles schief gehen. Aber Frank beweist bei mir gerade. Er hat gerade Arsch in der Hose. Das finde ich gut. Ich muss auch zugeben, dass ich ihm das nicht unbedingt zugetraut hätte. Bis jetzt habe ich ihn doch eher für ein rückgratloses Arsch gehalten. Aber ich irre mich gerne in ihm. Ah. Ich dachte gerade, was tickt denn hier so blöd? Jetzt macht das natürlich ja Sinn, was da so tickte. Ja, in diesem Mafiosi. Sie sieht selbst aus wie so ein Mafiosi. Das finde ich gerade am besten an der ganzen Sache. Ja, schon. Ich bin noch schon unterwegs. Wir werden den Mafiosi eine Falle. Mafiosis eine Falle zu stellen, ist mal die perfekte Idee. Mehr macht er auch nicht, ne? Nee. Mehr als drei Kleider hängt er da echt nicht hin. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist. Na gut. Schokolade und ein Föhn. Und dann steht ihr. Okay. Vor allem, man muss ja jetzt mal überlegen, ne? Das ist eigentlich voll. Na gut, nur mal eine Low-Budget-Organisation hier, Sache. Und trotzdem aber mit High Stars besetzt. Da muss man sich ja auch mal drüber Gedanken machen, ne? Dass der Film einschlagen muss, ist ja nur irgendwie klar. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde es ja auch süß, dass sie das alle so machen. Also, dass sie so auch so für sie da sind und ihr helfen und... Klappe die vierte. Okay, einer kommt noch. Bin ich mir sehr sicher. Einmal kommt noch Schauspieler ins Set-Gebrülle. Sag ich doch.
Ich wusste das. Hallo, ich bin doch drauf geklickt. Alter, war das knapp. Alter, war das gerade knapp. Ich hatte doch drauf geklickt, was wollen die denn? Repariere das kaputte Equipment. Ja, das kriege ich ja noch hin. So, können wir uns was im Shop leisten? Vielleicht mal einen vernünftigen Tisch? Was ist das Ding hier? Ach, ein Make-up-Koffer. Okay. Bleibt mir fast die Spucke weg. Hust, hust. Röchel. Autsch, was für ein Chaos. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, können wir uns das nicht alle vorstellen, was hier passiert ist? Oh mein Gott. Wer würde denn so etwas tun? Es ist vorbei, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Keine Panik. Warum nicht? Weil ich das wieder hinbekommen werde. Okay, es sind drei. Das, das und... Ach, da. Hab dich! Okay, jedenfalls haben wir hier keinen Kameraschnittgebrülle jetzt rum, weil wir können ja so schließlich nicht aufnehmen. Sorry Leute, ich muss hier nebenbei arbeiten. Das ist jetzt wirklich mal wichtige Arbeit, die ich hier mache. Eigentlich ist es deutlich wichtiger, als euch den Arsch zu hofieren hier, aber lassen wir das mal so stehen. Äh.